Jö, da bin ich wieder. Wir sind in den letzten Folgen ein wenig durch die Gegend getigert. Das heißt, wir sollten jetzt ein wenig aussortieren. Fangen wir mal an mit dem... Ja, so viel dazu. Wir sortieren aus und ich finde nichts zum Aussortieren. Das war die Biotonne, richtig? Richtig. Oh, die Girlande nimmt langsam Schaden. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Honeycomb kann weg. Der Honig sollte gegessen werden. Die Bienen können hier schon mal rein. Haben wir genug Holz für eine Bienenkiste? Zwei Bretter, das schaut doch gut aus. Eins, zwei. Die werde ich ebenfalls nicht in der Nähe der Basis aufstellen. Und womit verfeuern wir mal das Dingens da? So, zack. Also zwei Bretter. Biokiste. Dann ein Honeycomb. So. Und vier Bienen. Die können wir da rein. Im Notfall kann ich die ganzen Blütenblätter ja auch einfach zu diesem komischen Pelzwürfel mutieren lassen und dann später als Dünger benutzen. Das ist auch okay. Also die Bienen noch. So, ab zur Forschungsmaschine. Da hätten wir jetzt gerne die B-Box. Und ich laufe jetzt mal mit WASD aus dem Lager raus, damit das Ding vom Cursor nicht verschwindet. Oh, unsere Holzfarm sieht richtig gut aus. So, Holzfarm hier und ein bisschen weiter westlich davon. Schön am Wasser, B-Box. So. Dann nutzen wir noch ein wenig die restliche Zeit, um ein wenig Holz zu hacken. In der Hoffnung, dass da kein Endball rauskommt. Wobei, jetzt, wenn ein End kommen würde, weiß ich ja, dass die Axt nicht mehr so stark ist. Oder es nie wirklich war. Oder dass die Ends inzwischen stärker sind. Eins von dem Ganzen. Das heißt, ich würde einfach den Speer zucken. Bewegt er sich anders? Nee. Ich würde einfach den Speer zucken und das Ganze nochmal mit dem Speer versuchen. Oder einfach weglaufen. Das mit dem Bäume pflanzen, um die Ents zu beruhigen, hatte ja funktioniert bei dem einen, ne? Der Haken ist halt nur, dass die dann zu nah am Lager dran sind. Nee, nee. Aber bisher scheint ja alles gut zu gehen. Ich glaube, es gab auch eine Möglichkeit zu sehen, ob ein Baum ein Ent ist oder nicht. Hatte jemand in den Kommentaren geschrieben, aber ich weiß nicht genau, was es war. Da könnte man auch noch ein bisschen rumexperimentieren. So, aber jetzt erstmal was essen. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Die ganzen Beeren. Wollen wir auch noch verkochen? Werden langsam schlecht. Vielleicht sollten wir echt als nächstes die Eisbox bauen. B-Box. Das war hier, ne? Kochtopf. Gehen wir mal zur Forschungsmaschine. Eisbox. Ein Brett, zwei Gold, zwei Steine. Das klingt doch gut. Dann bauen wir doch gleich mal ein Brett. Eins, zwei. Wir können gleich ein paar mehr Steine bauen, um die Mauer weiter zu errichten. Das klingt doch auch nicht schlecht. Außerdem verbrauchen wir nicht ganz so viele Plätze hier im Inventar. Genau. So, Eisbox. Eisbox. Da. Eisbox kann... Ich mag das Platzierungssystem echt nicht. Wir können es anscheinend nur über die Forschungsmaschine bauen. Oder hier ganz in die Ecke. Na gut, dann halt dahin. So, Eisbox. Da kommt rein der Honig. Schmetterling. Kann man die Girlande vielleicht essen? Das sieht mir so ein bisschen aus wie beim... ja, lassen wir das. So, Beeren können da auch rein. Haben wir sonst noch was Bioartiges, was schlecht wird? Ja, ein bisschen was. Das einmal und das einmal. Auch alles rein da. So. So. Dadurch wird das zwar nicht komplett angehalten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber doch schon arg verlangsamt. Und das könnte schon mal helfen. So, wir wollten die Steine jetzt weiterbauen.
dann gleich die Mauer daraus basteln. Die restlichen Steine noch gleich verstauen, damit wir ein bisschen Platz haben. So, einen Stein noch bitte. Eine Mauer noch bitte. So. Die Symmetrie war hier oben gegeben. Das heißt, wir müssen das Ganze eigentlich noch... Oh, gute Idee. Klicke ich aus Versehen mal auf die Stickies, aber die brauchen wir so oder so ja eigentlich immer. Zack, zack. Zack. Oh, und da oben müssen wir ganz schön weit runter. So, mal gucken, wie oft ich mich jetzt verbaue. Oh, kann man gedrückt halten vielleicht? Ah, nein, kann man nicht. Ich dachte, man könnte irgendwie gedrückt halten und dann zieht er eine ganze Linie. Aber anscheinend nicht. So, der Hasenbau da ist im Weg. Irgendwie muss ich jetzt gerade per Anhalt durch die Galaxie denken. ja. So, du wirst einfach zugebaut. Dich holen wir da auch mal raus. So, spielen die Hand. Dich auf den Boden. Zack. Schön. Hammer holen wir gleich. Passt hier noch eine Farm hin? Ja, bestimmt. Und da vielleicht auch noch zwei, drei und noch zwei Kessel und dann soll das eigentlich schon reichen. Viel größer will ich das ja gar nicht. Also gut, das heißt, wir bauen da nochmal einen hin und ziehen jetzt hier scharf nach oben. Na komm schon. So. Ich hoffe mal, dass das so vorbeigeht. Jo, ganz schön knapp. Aber es klappt. Es könnte auch sein, dass es nur so rumgeht. Also wenn man erst die Farm baut und dann die Mauer, dann klappt es. Aber wenn wir jetzt versuchen würden, das Teil abzureißen und genau an die gleiche Stelle wieder hinzusetzen, dann klappt es bestimmt nicht. Moment mal, das wieder mal testen. Ja, guckt euch das mal an. Man kann hier überall direkt neben den Büschen die Mauern setzen. Also an vielen Stellen jedenfalls. Das wäre normalerweise nicht möglich gewesen. Das heißt, ich kann hier später eventuell keine Farm hinsetzen. Außer ich reiße alle Mauern ab und baue sie später wieder neu auf. Und das ist nicht so schön. Aber na gut. Ich will die ganzen Mauerstücke verbrauchen, damit sie nicht mehr im Inventar rumlungern. Und ich müsste eigentlich nochmal Hintereingang bauen. Da. Hier ungefähr. Jetzt auf der anderen Seite weiter. Und ja, ein zweiter Eingang ist immer... Moment mal, ich kann da gar nicht weiter bauen. Hier. Also ja, ein zweiter Eingang ist immer eine Sicherheitslücke. Aber wir haben ja in Richtung Südwesten. Wo ist Norden? Ja, Westen, Südwesten. Die Karte kann man auch drehen. Also ja, in der Richtung halt. Da ist unsere Holzfarm, unsere Bienen und so weiter. Es wäre schon praktisch, wenn wir da auch hingehen können. Ohne ganz außen rumzulaufen. Na, muss ich mal überlegen. So, 7 Stück noch. Dann sind wir hiermit auch durch. So. Zack. Du weg da. Und es ist schon wieder dunkel. So, also wir flitzen nochmal ganz schnell los. Und stellen unsere ganzen Käfigfallen neu auf. Genau die da. Die machen sich ja echt bezahlt. So. Die gehen zwar auch mit der Zeit kaputt, aber wir können sie recht schnell nachproduzieren. Ist ja nur Stickies und Gras. Das ist beides erneuerbar und braucht doch gar nicht so viele Ressourcen. Okay, die Grasbüschel brauchen mit der Zeit ein wenig Dünger, aber das kriegen wir schon hin. So, bist du noch ein Rotpo? Nein, bist du nicht. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe Dünger sammeln. Das wäre doch schick. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut sogar. Nur irgendwie ist hier nicht besonders viel Dünger. War hier noch irgendwo eine zweite Herde? Ich glaube schon.
Ich will aber auch nicht allzu weit weg von der Basis jetzt laufen. Ah, hier ist was. Oh, sehr schön. Die haben auch keinen roten Po mehr. Aber auch hier nicht. Ah, doch, da in der Mitte ist noch ein Stück. So. Aber ja, allgemein kommt es mir so vor, als wenn es nicht mehr ganz so viel Dünger geben würde wie vorher. Können wir natürlich auch irren oder ist einfach nur Zufall, aber... Na gut, sollte trotzdem noch reichen. Das heißt, wir können damit jetzt die Beerenbüsche bedüngen oder eine neue Farm aufbauen. Aber erstmal Feuer. So. Zack, sehr schön. Und es scheint fast so zu reichen. Also wir brauchen gar kein zweites Lagerfeuer. Natürlich auch sehr praktisch. So, du kommst einmal weg. Kommst da wieder rauf. Und dann gucken wir doch mal, ob wir vielleicht schon genug Ressourcen haben für die Kochtöpfe. Die wären ja auch noch ganz praktisch. So, Crockpot. 3 Steinblöcke und 6 Kohle. Wir haben 9 Kohle. Kaum noch Steinblöcke. So. Ein Crockpot. Passt nirgendwo mehr hin. Ist doch doof. Gehen wir hier unten in die Ecke. Nö. Das ärgert mich jetzt ein wenig. Also wir müssten das echt so aufbauen, dass wir zuerst alle Gegenstände platzieren, wo sie hin sollen und danach die Mauer hochziehen. Können wir das hier irgendwie mitten in den Weg stellen? Und komischerweise passt fast alles neben die Forschungsmaschine. Okay. So, Samen passen da nicht mehr rein. Die Drachenfrucht kommt da mal rein. Das kommt da rein. Wir hatten irgendwo noch, genau, Monsterfleisch. Und können wir einen Schmetterling verkochen? Das wäre ja auch interessant. So. Ein interessantes Essen. Schmetterling, Fleisch und Drachenfrucht. Hase? Hase geht immer noch nicht. So, kochen. Was haben wir noch zu tun? Gras wird langsam weniger. Dann sollten wir die ganzen Hasen, die wir dabei haben, nochmal umbringen. Das Ding da eigentlich abreißen, aber das ist nur Kleinkram. Wow, das ging ja schnell. Fleischbällchen. Oh, ich liebe Fleischbällchen. So, wir sind bei 42. Wusch. 62 Punkte. Das ist doch ordentlich. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, Rest wieder im Kühlschrank. So, dich auch. Also ja, das ist schon mal irre praktisch. Wir sollten aber jetzt echt noch eine zweite Farm bauen. Farm. Speedy Farm. Hehe. Ich hätte gerne da die Speedy Farm. Dazu müsste ich wahrscheinlich die Mauer wieder abreißen. Ups. So. Ich habe es jetzt weggeklickt. Die Ressourcen sind auch weg. Das heißt, wenn ich jetzt da wieder raufklicke, kann ich es wieder setzen. Ah, okay. Rechte Maustaste. Und was haben wir da? Eine Faust voller Marmelade. Oh, kann man das weiterverkochen? Nein, kann man nicht. Ah, okay. Aber gut, wir brauchen jetzt den Hammer. Wir müssen die Mauer, die ich gerade gesetzt habe, wieder abreißen.